Stan, was machst du denn hier? Oh, nichts Wichtiges. Ich ändere nur meine Noten. Für einen Fuffi kann das jeder andere von mir auch haben. Hey, hör auf mit dem Scheiß! Und ihr, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Was? Sag mal, hast du etwa nichts gesehen? In den Fluren, die ganzen Monster! Ist voll die Hölle! Wow, was immer ihr geraucht habt, macht das nie wieder. Aber jetzt sag nicht, du hättest nichts gesehen. Ist dir denn nichts Seltsames aufgefallen? Alles an dieser Schule ist irgendwie seltsam. Und woher kommen dann die Geräusche? Im Ernst, wir finden Kenny nicht. Was? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Sogar Mr. Walden wurde verletzt und musste auf die Krankenstation. Wir sitzen fest. Wir müssen Friedman informieren, damit er uns hier rausholt. Wow, langsam wird die Story interessant. Okay, ich bin dabei. Aber wehe, ich werde verarscht. Was hat Josh da bitte denn für eine Alge im Haar? Guck dir das mal an. Dieser Strutz dort vorn, das sieht ja furchtbar aus. Ich habe einen Pappbecher genommen. Okay, dann das ist ja schön. Hier hat auch noch was geblinkt. Das Schloss kriege ich mit links auf. Okay, warte, nicht damit. Wir brauchen, das hier. Stan wäre hierfür besser geeignet als ich. Scheißegal, Stan ist nicht... Ach doch, Stan ist ja da. Ah, Stan kann also gut Schlösser knacken. Seltsames Verschwinden. Die Leafmore High School steht wieder einmal im Mittelpunkt der Diskussion. Montagnacht verschwand Greg Anderson, ein Schüler im zweiten Highschool-Jahr. Nach dem Unterricht bemerkten seine Freunde im Schülerwohnheim seine Abwesenheit. Er klagte über Unwohlsein und begab sich zur Krankenstation. Dort wurde er zum letzten Mal gesehen. Noch ein Schüler verschwunden. Die Liste der verschwundenen Schüler aus Leafmore wird länger und länger. Das neueste Opfer heißt Tom Mahoist. Die Polizei hat derzeit noch keine greifbaren Spuren. Zahlreiche Eltern haben entschieden, ihre Kinder von der Schule zu nehmen. Innerhalb von 5 Jahren sind sage und schreibe 12 Schüler verschwunden und bislang gibt es noch keine Spuren. Leafmore-Affäre. Die Polizei reagiert in der Leafmore-Vermissten-Affäre. Hat die Polizei... Was? Leafmore-Affäre. Die Polizei reagiert... Punkt. In der Leafmore-Vermissten-Affäre hat die Polizei neue Maßnahmen ergriffen. Am letzten Donnerstag verschwand Richard Craig als mittlerweile 16. Schüler. Diskussion in Leafmore. Aber was macht die Polizei? Wann wird endlich diese Schule geschlossen, fragt Mr. Flint, als er das Polizeipräsidium verlässt, indem er das Verschwinden seines Sohnes Harry gemeldet hat. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der Rektor der Schule, Mr. Friedman, stellt sich heute Vormittag der Presse. Es scheint, dass diese Verrückte, der unser Gelände heimsucht, nur an den Schülern im Wohnheim interessiert ist. Wir haben daher in Übereinstimmung mit den Gesetzeshütern beschlossen, die Schule zu schließen, bis wieder Ruhe einkehrt. Schließung des Leafmore-Schülerwohnheims. 3 Jahre nach den letzten vermissten Fällen in Leafmore, die allesamt nicht gelöst wurden, hat Herbert Friedman, Rektor der Highschool, offiziell verkündet, dass die Normalität wiederhergestellt sei. Der Täter ist zwar immer noch nicht gefasst, aber die Schließung des Schülerwohnheims... Entschuldigung... Ach, warte. Nein, das will ich nicht. Geh weg. Komm ich dahin? So. Okay, warte. Der Täter ist zwar immer noch nicht gefasst, aber die Schließung des Schülerwohnheims hat scheinbar den Tatendrang dieses Geisteskranken, der für diese vermissten Fälle verantwortlich ist, gestoppt. Aha. Nein, weg. Okay, es gibt also insgesamt 16 Schüler, die verschwunden sind vor 3 oder über 3 Jahren. Und ein Typ mit einer Alge, diese Alge da auf dem Kopf, guckt euch das mal an. Das passt überhaupt nicht zu dem Rest der Texturen der Haare. Oder hat der sich da versucht, Dreadlocks zu machen und die sind gehörig in die Hose gegangen? Das ist Algen-Josh. So, Algen-Josh, komm mit. Was machen wir mit Stan? Der bleibt hier. Ich gehe zum Treffpunkt. Ach so, Stan geht zum Treffpunkt. Sehr gut. So, war hier eine Tür? Nee. Meiner Meinung nach ist dieser Verteiler nicht mehr funktionstüchtig. Unsere Schule hat 3 Jahre in Folge das Schulbasketballturnier gewonnen. Ich höre doch schon wieder komische Sachen.
abgeschlossen. Was haben wir mitgenommen? Was habe ich denn jetzt gerade eingesteckt? Diese Pokale, die Geschichte unserer Schule. Unsere Schule hat 3 Jahre in Folge... Was? Aber wir haben immer noch keine Taschenlampe, ne? Ja, mit Munition für die Pistole, die wir nicht haben, sondern Kenny. Eine Waffe. Jetzt okay. Wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Um die Pistole auszuwählen, halte die RB-Taste gedrückt und verwende die Richtungstasten. Halte LT gedrückt, um ins Ziel zu visieren. Nee, will ich jetzt nicht abfeuern. Wir nehmen jetzt die Taschen... Muss ich jetzt echt... Hier ist noch was zu erledigen. Ja, ich weiß. Zielwechsel über B. Ziel aktivieren über LT und B. Ah, okay. Munition im Magazin, Munitionsreserve des Teams für dieses Waffentyp. Wir haben also auch Zugriff auf Kennys... Hab ich das richtig verstanden? Was? Wieso wechselt er jetzt? Hat er jetzt das ganze Magazin weggeschmissen? Warte, was? Hier ist noch was, ich weiß das. Nein, hat er nicht, okay. Ja, ich weiß, dass hier was ist, nämlich die Taschenlampe. Cool, fast wie neu. Und dann machen wir gleich wieder Folgendes. Klebeband. Lampe kombinieren mit. Wie ging das? Hier. Yeah. Einmal frei. Ich hab's mir gemerkt. Sehr schön. Wir haben endlich Licht. Das Schloss kriege ich mit links auf. Okay. Stan wäre der bessere Fall dafür. Oh! Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Da ist schon wieder so ein Hundi. Also so wie Shannon da steht, kommt da jetzt nochmal einer, oder? Wenn ich hier auf schließe in der Zeit... Okay, das ist ja echt nicht schön. Hier sieht man nicht mal die Hand vor. Das hier ist echt entsetzlich. Wer würde freiwillig hier hingehen? Erste-Hilfe-Kasten. Ich habe Erste-Hilfe-Ausrüstung gefunden. Ein Besen und ein paar Reinigungsmittel. Hier wohl nur selten gebraucht. Komm mal her. Okay, los geht's. Gut, ich bleib hier. Genau, bleib mal da stehen. Dann kann ich hier in Ruhe die Toiletten absuchen. Gut. Okay, ich bin direkt hinter dir. Aber hier ist sowieso nichts mehr drin. Ein Energy Drink. Damit kann ich mich etwas erholen. Coole Sache. Aber wir sind... Ich weiß gar nicht, wie wir energietechnisch aussehen. Sieht man das irgendwie... Anhand hier? Oh, guckt mal, wir haben Stan dazu gekriegt. Zeugnis, Name Jones Stanley, 20. Juni 85, Herr Walden als Klassenlehrer. Stan glänzt mehr durch sein häufiges unentschuldigtes Fehlen als durch seine Leistung, obwohl er zweifelsohne sehr fähig ist. Er riskiert zum dritten Mal sitzen zu bleiben. Wirklich schade. Schauspielerische Begabung, wir haben bemerkt, dass Stan anfällige Schlösser ausfindig machen und sehr schnell knacken kann. Ist auch geil, dass sowas in einem Zeugnis drinsteht, oder? Hey, das sind die besten Voraussetzungen, einen guten Arbeitsplatz zu kriegen, in dem erstmal drinsteht. Ja, der Stan, der ist ein ganz, ganz lieber, aber der kann eben ziemlich schnell Schlösser knacken. Das ist ein bisschen blöd, oder? Naja. Hoffen wir mal, dass es dafür, dass die eventuell die Schule retten, einen Sonderbonuseintrag gibt. Nichts Interessantes in diesem Schaukasten. Okay. Ist das ein Raum, oder? Nein. Hier will ich noch nicht hin. Ich will erstmal hier weiter gucken. Diese Tür muss von innen verschlossen sein. Was die hier... Oh Gott! Oh mein Gott, komm mit! Hau mir ab!
Komm mit! Was ist das denn? Hier ist noch was zu erledigen. Ja, das ist mir egal. Ich gehe jetzt. Was war das denn? Ich hab's gar nicht erkennen können. Ich muss aber bestimmt jetzt nochmal hier rein. Das kann's ja nicht gewesen sein, oder? Boah, bin ich jetzt erschrocken. Können wir irgendwas gegen das Vieh ausrichten? Geh doch mal wieder raus. Also, was macht er denn jetzt schon wieder? Hier gibt's nichts mehr für uns. Er wechselt ständig im Magazin, obwohl er keins mehr hat. Doch, scheiße, wir schmeißen ständig die Magazine weg. Was ist das? Oh. Okay, gerade so mit dem letzten Schuss haben wir es besiegt. Ew. Aber was war das? Das lässt sich überhaupt nicht identifizieren. Das sah aus wie eine Spinne oder irgend sowas. Krass, wo sind wir stehen geblieben? Hier. Ja, dann können wir jetzt hier reingehen. Energy Drink, okay. Wie kommt das Vieh denn hier rein? Er ist durch dieses Loch gekommen. Eine CD. Ah, hier ist auch noch was. Hier ist noch Klebeband. Sollte ich jetzt nochmal speichern? Ich glaube, Josh hat ein bisschen was abgekriegt. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ich werd mal. Ah. Ich habe keine Ahnung, woran ich das erkenne. Oh Gott. Die Fenster. Schnell. Licht. Ja. Wie war das mit dem? Ich weiß es nicht. Hier ist noch was. Ich weiß es. Nein, nein, stimmt nicht. Ah, oh, Shannon, geh raus. Los geht's. Lass mich durch, du blödes Vieh. Oh nein, Shannon ist echt tot. Shannon. Lass mich durch! Scheiße, tut das weh. Lass mich doch mal durch! Ich bin sicher, hier ist noch was. Scheiße. Leute, das heißt jetzt wirklich, die zwei sind tot. Also wir haben keine Möglichkeit mehr, mit den zwei jetzt weiterzuspielen. Ist das dämlich? Wie ging denn das mit dem... Ich muss das vorher unbedingt aus... Ich hätte es vorher austesten sollen. Oder ich starte an dem Speicherpunkt nochmal und spiele nochmal bis dahin, weil ich will die eigentlich nicht einbüßen, die zwei. Ich glaube, ich mache das jetzt mal. Ich mache jetzt mal hier einen Schnitt. Das soll es fürs Erste gewesen sein mit der ersten Aufnahme. Ich werde jetzt nochmal bis dahin spielen, dann spiele ich noch ein bisschen weiter, aber ich will die zwei nicht einbüßen. Wir haben nur noch die zwei und was mit Kenny ist, wissen wir ja nicht. Ach, wie doof. Nee, ich hole die zwei zurück. Also ihr nehmt mir das hoffentlich nicht übel, aber ich hole die zwei definitiv zurück. Ja, es ist ja... Ja, es ist glaube ich, besser so, denke ich. Also habt schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt bis hierhin. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme beziehungsweise für euch Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.